Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen hier zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator 2014 oder 2017, ach was auch immer, zu einer neuen Folge Train Simulator. Und wir spielen heute das Szenario 10.17 Uhr Shanklin to Right Pierhead. Ich muss wohl nicht großartig erzählen, was los ist. Hello driver, welcome aboard this service to Right Pierhead. Before you head out, make sure you open the doors for the passengers. We depart at 10:18. Okay, Tür auf. Wir fahren mit der Class 122, glaube ich, müsste das sein. NSE in Doppeltraktion, natürlich mit Licht. Geht auch, wunderbar. Setzen wir uns mal rein in das gute Stück. Ah, der war schon vorgewählt, wunderbar. Was ist das hier? Können wir die Bremse lösen. Und losfahren. Wir halten an jeder Station an, versuchen uns an den Fahrplan zu halten, nach Möglichkeit. Ach, sehr egal. So. Nächster Halt, Lake. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Also ich finde dieses Rauschen in dieser Musik absolut unverhältnismäßig. Wollen wir noch ein Stück? Ja. Die Leute, die hier sitzen, haben halt Pech. Ah, egal. Und weiter geht's.
Das indiziert leicht mit, dass das nächste Signal rot ist, ne? Fällt mir gerade auf. Was eine Lüge ist. Und stopp. Huch, wo läuft denn die lang? Die schwebt in der Luft. Habt ihr das gesehen? Ah, da kommt noch jemand. Da kommt die Bahn. Haben wir einen. Achso, falsch. Und Abfahrt. Ach, ist das toll. Auf dieser Insel ist die Welt noch in Ordnung. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir aus diesem Zug hier rausholen können. Verdammt nochmal. Nächster Halt, Braiding. Ausstieg in, ich weiß nicht welche Fahrtrichtung. Wahrscheinlich hat mir jetzt... Zweiundfünfzig. Bremsen ist was für Schwächlinge. Warum man als Lokführer nicht am Handy sein sollte? Auch so ein Ding. Ah, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ein Aspekt. Ja, wie immer.
Ist das geil oder ist das geil? Also jetzt mal, ehrlich jetzt, also ist das geil oder ist das geil, hä? Immer wenn man F1 und F2 miteinander verwechselt. 4 Meilen. Immer wo das W-Schild steht, müssen wir warnen. In Deutschland wird das Ding auch die Pfeiftafel genannt. Weil dann ist da nämlich ein Bahnübergang. Und da müssen die Leute aufpassen, wenn dann Zug kommt. Weil wir wissen, hier ist die Zeit noch stehen geblieben. Und wir sind hier noch sehr altmodisch. Wir haben noch keine elektrische Sicherheitstechnik an Bahnübergängen, sondern nur das Pfeifen. Aber die Bahnstrecke ist ja auch auf der gesamten Insel, auf der Isle of Wight, die sich im Süden Englands befindet, ist eine der Channel Islands im Ärmelkanal südlich von Southampton. Die Bahnstrecke, die dort überhaupt ist, ist auch nur so, ich glaube, insgesamt 8 Kilometer lang. Oder so. Nee, kann nicht sein, die ist länger. Ich glaube, so 18 Kilometer waren es, genau. Ich müsste nachschauen. Ich meine, ich hätte es aber auch in einem der vorangegangenen Videos, also, na, was heißt vorangegangen? So unmittelbar vorangegangen ist es nicht, aber, ne? Meine ich, hätte ich es schon mal erwähnt. Das ist übrigens ein Workshop-Szenario für alle, die es wissen wollen. Und wir plökern einfach mal da drüber. Einfach mal drüber plökern. Das ist der Titel der Folge. Vorsicht, schnell fahrender Zug. Weil der Kurvenradius dieser Weiche genau dem des Fahrwegs entspricht. Und ich will es nur mal gesagt haben, 50 Meilen entsprechen 80 km/h. Also, ne?
Komm, zeig's mir von außen. Ah, verdammt. Ah, ich hätte ein Stück weiter hinten stehen können. Dann wäre der erste Wagen auch noch mit aufgegangen. Aber nutzen wir die Zeit und schauen uns hier ein bisschen im Betriebswerk um. Es ist ein Perma-Equip Carrier. Mit ein paar Anhängern hinten dran. Ah, Shikinota. Ich liebe es. So. Weiter geht's. Nächster halt Right Esplanade. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Übrigens, das weiß ich wieder. Und Right Pier Head nach rechts. Ach, Geschwindigkeitsüberschreitung hier. Es interessiert auch niemanden. Fahrgastkomfort, was ist das? Wir sind hier auf einer rauen Insel. Mitten im rauen Meer. Also bitte. Was erwarten die von uns? Dass wir an dem Bahnhof vorbeiklötern. Ja. Schmerzhaft. Na. Ich sag's mal so, es gehen immer noch Türen auf, also. Ne? Das ist eine Spaßfolge. Einfach mal klötern. Ne? Ich hasse diese Insel für diese Geschwindigkeiten. Aber ich finde die Insel eigentlich an sich ganz lustig. Also ich nehme diese Insel nicht ernst. Könntet ihr vielleicht schon unter Umständen bemerkt haben. Trotzdem halten wir an allen Bahnhöfen an. Darauf lege ich ja schon Wert, also, ne? Fahren wir mal auf den Pier. Fakt ist, da hinten sollten wir wirklich langsam drauf fahren. Und stopp. Was? Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Ihr seid lustig. Ich sag doch. Well done, Driver. That's you done for now. Dankeschön. Geben wir natürlich einen Daumen nach oben. Und 13 Kilometer. Gut. War ich jetzt nicht. Ich war mit 8 und mit 18 Kilometern genau gleich weit davon entfernt. Gut. Aber 8 Meilen. Sagen wir 8 Meilen. Und damit darf ich mich fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen und um mich zu unterstützen.
Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr alle tollen Links, wie zum Beispiel mein Discord-Server oder mein Twitch-Kanal oder meine werten, geschätzten Kollegen. Und schaut auch in die Playlisten rein. Dort findet ihr alles Mögliche sonst noch, alle weiteren Projekte. Und ja, damit sage ich Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.